Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Und ich sehe gerade diesen Ausgang. War ich hier überhaupt schon? Kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich bei dem Raum schon war. Es scheint nämlich die Karte der Kompass zu sein, was ich hier vergessen habe. Ja genau, das ist der Kompass. Ja gut. Somit schauen wir uns noch schnell die Karte an. Wo können wir hingehen? Da links war doch noch was. Ich hatte also recht, dass dort links vielleicht noch weiter ging. War das jetzt nur links von hier? Ja, dann gehen wir mal links. Also ich meine unten und dann rauf und dann links. Mal schauen. Es könnte nämlich auch ein anderer Ausgang sein, wie ich hierher komme. Ich sehe hier keine andere Ebene. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal rauf. Mal schauen. Kann ja sein, dass vielleicht hier irgendwas ist. Links. Wie soll es eigentlich dort links weitergehen? Scheint aber nicht so, als würde es hier irgendwo weitergehen. Na gut, egal. Ich verschwende hier nur wieder Zeit. Ich begebe mich hier wieder zurück. Und gehe wieder oben durch. Denn wir haben ja das letzte Mal hier oben aufgehört. Irgendwo. Aua. Das war aber nicht nett. Wo muss ich dann nochmal hin? Rechts muss ich hin. So, dann waren hier wieder Schlangis. Dann warst du hier. Dich wegschieben. Wieso kann ich dich nicht schieben? Muss ich zuerst alle Gegner besiegt haben, oder wie? Jetzt kann ich dich schieben, oder wie? Ja, jetzt kann ich dich schieben. Na gut. Ein großes Ding. Ein kleines. Kleines Ding? Nein, das war nicht klein. War auch groß. Das muss reichen. So, nur wieso habe ich das jetzt getan? Das war sinnfrei. Obwohl, es war eigentlich eh gut, dass ich es nur so weit geschoben habe, sonst hätte ich es unnötig zu weit geschoben. So, dann hier wieder rein. Ah, und hier kommen wir also raus. Das heißt, wir haben jetzt eine Abkürzung hinaus. Das ist sehr cool. Wir halten einen Gasha-Kern. Ein Kern der Gasha. Und ich schätze mir, ja, hier geht's wieder weiter. Und das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. War hier sonst noch was? Sieht ein bisschen seltsam hier aus. Ist hier irgendwas? Na, da bin ich, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, Bombs. Welche Reihenfolge war das? Ich glaube, das war außenrum. Ich glaube sehr stark, dass das außenrum war. Es geht sich knapp mit den Bomben aus, nämlich. Fuck, das war falsch. War es doch innenrum. Und dann weiß ich auch, wozu das Gras hier war. Kommen hier auch irgendwo Bomben vor? Oh, du bist es also. Ich kaufe mir sicherheitshalber die Bomben voll. So, ich habe keinen Schaden genommen. Interessant. Mit einer Bombe in den nächsten Screen zu laufen, ist also eine Rettungsmaßnahme. Zwei. Dann muss ich hier oben rum. Drei. Dann hier rum. Vier. Dann muss ich hier rein. Okay, das geht sich also. Das wäre sich auch so ausgegangen. Und meine Mutter kommt wieder rein, toll. Bitte nicht jetzt. Geht's hier oder wie? Tschüss. Gut. Und allein dadurch kann ich das Ganze nochmal von vorne anfangen. Wie ich es liebe. Ja, also ihr müsst wissen, meine Mutter war gerade wieder mal drinnen. Ist ja so unwahrscheinlich, dass das passiert. Ich muss nämlich in einer gewissen Zeit das Ganze hier machen, bevor die Truhe nämlich verschwindet. Eck, ich hau mich immer selbst hier mit der Explosion noch. So, bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Ich schaffe das jetzt noch, bevor ich einen Cut setzen muss. Und klack, wir haben einen kleinen Schlüssel. So, kann ich das jetzt wegschieben? Nein, kann ich nicht. Schade. Einen kleinen Schlüssel haben wir benötigt. Einen zweiten kleinen Schlüssel. Ich verstehe. Nun gut. Verpiss dich. So, jetzt können wir hier raus und können den ganzen Weg von vorne nämlich nehmen. Dann brauche ich nämlich den Weg nicht zurücknehmen. Das glaube ich auch praktischer. Finde ich zumindest. Und ich mache an dieser Stelle auch wieder einen Cut. Go, 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 go. So, obenrum wieder. Dann hier wieder. Wo ist die letzte da? Jo, jetzt können wir aber den richtigen Weg gehen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich brauche noch Bomben davor. Zuerst einmal hier noch. Komm her, Schlangi. Schieben. Und wieder hinein. Laufen. Das war eine schlechte Idee. So, dann hier rein. Dann das hier machen. Dann gegen dich kämpfen. Dann dich besiegen. Dann Herz aufsammeln. Und jetzt kann ich mir schon nicht. Nein, das ist nicht ganz das Richtige, aber es ist perfekt für den Raum eigentlich. Ja, komm her. Weil diese Fledermäuse kann man mit einem Boomerang auch besiegen. Ui. Ich wollte es einmal so probieren. Gut, aber auf jeden Fall brauche ich jetzt mein Kraftarmband, um hier weiterzukommen. Wir kommen nämlich nur so weiter. So, dann haben wir hier unten noch eine Schatztruhe. Mit 10 Rubinen, wow. Herz wieder und... Ui. So, dann hier rein. Dich besiegen. Dich zerstören. Dich zerstören. Wenn ich schnell genug drüber laufe, macht das an sich nichts. So, dann verschwenden wir hier mal einen Schlüssel und kommen zum Zwischenboss. Ach, du warst das. Oh, Mist. Da war ja noch was. Was muss ich bei dir nochmal machen? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Was war es? Ich glaube, es waren Bomben. Ich glaube es zumindest. Ja, es waren Bomben. Ich frage mich, wie lange ich jetzt noch Bomben haben werde. Ja, jetzt ist er wieder weg. Und reicht das aus? Ja, es reicht genau aus. Perfekt. So, gib her. Werde wieder meinen Boomerang ausrüsten. Und dann geht es auch hier wieder weiter. Hier war irgendwo, glaube ich, sogar noch ein versteckter Raum, oder? War hier nicht wirklich irgendwo ein versteckter Raum? Okay, rechts geht's weiter. Ja, da unten. Augen aufmachen. Dich brauche ich wieder. Bomben, danke sehr. Genau, euch brauche ich jetzt auch wieder. So, haben wir hier irgendwas? Ei, da brauche ich ja auch wieder Bomben. Gib mir Bomben, danke. Was musste ich da nochmal machen? Musste ich euch einfach nur umbringen oder wie? Konnte ich euch nicht auch mit dem Boomerang wieder lähmen? Nein, mit euch. Euch konnte ich nur mit dem Boomerang wegschmeißen. Das ist aber auch gut. Okay. Okay, schade. Das ist richtig mühsam mit diesen Viechern. Sehr schön. Und getroffen. Verdammt. Und
Verdammt! Aber jetzt getroffen. So, sehr gut. Das ist richtig mühsam mit diesem scheiß Hasen. Ich hoffe nur, dass ich das nicht noch einmal machen muss später. Und dass ich jetzt hier durchgehen kann, ohne dass ich noch irgendwas... Verdammt, da ist schon dieses komische Ding. Okay, hier komme ich auf jeden Fall unten hin. Ja, toll. Muss ich erst später hin. Shorty. Du bist sehr intelligent gewesen. Na gut, dann gehen wir zuerst drauf. Schalt das nächste Mal mein Hirn an. So. Ach ja, die kann ich ja doch auch so verschieben. Ohne, dass ich das Kraftanbahn ausgerüstet habe. Schnell. Shorty, schnell, nimm deinen Boomerang. Oh, gut, weil die kann man mit einem Boomerang besiegen. Und es entsteht immer eine Feder raus. Daher habt ihr hier keine Probleme, wirklich eure Supplements, euer ganzes Zeug aufzufüllen. So, mal um euch gekümmert. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Außer, dass ich hier... Oi. Okay, da komme ich nicht drüber. Gut, auf jeden Fall, ich mache jetzt einmal einen kurzen Cut. So, hier hin, rauf und hier rüber. Erledigt. Denn ich brauche diesen Schlüssel hier. Und das ist alles, was ich hier benötige. Ich habe alles. Ich habe alles, was ich benötige. Und kann mich somit auch verpissen. Was ist eigentlich... Es bringt sich nichts, wenn ich hier reingehe. Nochmal eine Fee. So, das bringt sich nämlich nur hier was, wenn ich hier reingehe. Und das hier erledige. Es geht, glaube ich, auch anders, wenn ich oben reingehe und dann rechts. Also andersrum wieder rauskommen. Es ist einfach nur überkompliziert gemacht, wenn ich das so machen würde. So, dann hier runter. Jetzt spielen wir wieder Frog. Nicht wieder, wir spielen das erste Mal Frog. So, und dann können wir ja schon unser Kraftarmbändchen nehmen. Und können hier rein. Denn es uns erwartet ein Boss, der in Ocarina of Time an sich auch vorkommt. Das finde ich so wunderschön an sich. Es werden Bomben benötigt und kein Schwert. Okay, da war es noch nicht. Na, komm. Und in die Stacheln rein. Verdammt. Okay, auf jeden Fall, ich habe das richtige Prinzip raus. Mach dein Maul auf. Oh, Mann. Verdammt. So, dann nehmen. Und reinschmeißen. So, und wenn ich keine Bomben habe, dann mache ich was anderes. So, da kann ich einfach nur ausweichen. Komm her. Mach den Mund auf. Schmeißen. Und schmeißen. So, dann wieder hier rum. Also das ist eigentlich relativ einfach. Schaut aber richtig cool aus für einen Boss, finde ich. So, und... Schmeicheln! Und erledigt. Und ich stehe immer... Weiß nicht wieso, aber ich stehe immer genau im Herzcontainer drinnen. Und wir halten den nächsten Herzcontainer, so. Gut. Haben wir den Boss jetzt auch erledigt und wir halten eine Sanduhr. Cool. Sanduhren sind cool. Es ist die Gabe der Zeit, eine Essenz der Natur. Die Saat keimt, wenn sich die Jahreszeiten durch die Gabe der Zeit ändern. Somit haben wir schon zwei Essenzen. Weiß nicht, sind es hier auch 8 Essenzen? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Das werden wir aber dann sehen. Und... Unser Bäumchen redet wieder mit uns. Oh, Bäumchen.
Danke, Schorche Kuma. Mir wurde ein Stück der Gabe der Zeit zuteil. Ich träumte eben dem Spindelschrumpf im Westen. Ich träumte eben vom Spindelschrumpf im Westen. Etwas ist dort im Gange. Doch ich kann nicht erkennen, was es ist. Also irgendwas mit Westen und Spindelsumpf. Merken. Schottikuber, du hast ein Video gemacht, also brauchst du es dir nicht merken. Okay, Schottikuber. Okay. Gut. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich erledigen muss. Wenn ich, ich sage mal, das erledigen will, was ich, zu erledigen habe. Nein, indem ich, eben, was Nyrox angesprochen hat. Verdammt, hier komme ich nicht dran. Das war Fail. Es ist auf jeden Fall etwas, was ich mir noch holen möchte, bevor ich hier diesen Platz verlasse. Nein, ich habe keinen Bock auf dich. Nein, das ist auch falsch. Ich muss nämlich einmal rundherum laufen, um das Ganze zu machen. Muss mir den Pengesch der Zeit wieder mal anlegen. Pengesch. Das ist auch wunderbar, weil dann kann ich den Part abcutten, kann mich das nächste Mal darauf konzentrieren, was ich machen muss. Denn es gibt noch dieses Herzteil zu holen. Das unten rechts war. Und dort komme ich leider nur hin, wenn ich einmal hier wirklich rundherum gehe nochmal. Und mir hier wieder das Kraftarmband ausrüste, weil ich kann hier wirklich keine Jahreszeit reinhauen. Ich glaube, selbst wenn ich es könnte, und ich glaube, ich kann es auch wirklich, würde es mir nicht wirklich viel bringen. Denn das tiefe Gewässer würde dann nicht einfrieren, weil es ist so gescriptet, dass man das hier machen muss. Gut, somit haben wir zwei Herzteile und haben bald wieder einen neuen Herzcontainer. Somit kann ich mich auch von euch verabschieden. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen. Unten links der Link zum nächsten Video und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Legend of Zelda Oracle of Seasons wieder. Wo wir uns dann um den nächsten Dungeon schon langsam kümmern können. Ich werde aber schauen, dass ich vielleicht ein bisschen Nebenquest-Stuff auch erledigen kann. Denn, nicht oben, sondern links, wird es dann das nächste Mal weitergehen irgendwo. Was haben wir denn, was wir wirklich nutzen können? Raubschleim. Raubschleim. Nun gut. Ich werde mich nur noch zurückbegeben. Oder wisst ihr was, wir verabschieden uns bei dieser tollen Musik. Ciao, Leute.